Hallo Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 3. Wir sind hier in diesem verlassenen Tunnel. Was ist das da für ein Yo-Kai? Ich kann es nicht erkennen. Wir werden sie bekämpfen. Wir werden alle Steine hier kaputt machen. Bob. Ja, um Reinian werden wir uns auch nochmal kümmern. Ich habe einen Bob gefunden. Was ist Bob? Keine Ahnung. So, was? Opa Öko und nochmal ein Uhudini. Du magst Gemüse, Opa Öko. Wer hätte das gedacht? Das kannst du gerne haben. Ich hab gesagt, eine Gurke ist Gemüse, ja. So, mach sie platt, bitte. Grün ist gut. Ja, ja, du mich auch. Geh jetzt weg. So, und auch den dritten, bitte. Ja, sehr gut. Ja, mit dem Heli kommen wir hier weiter, Leute. Das ist sehr gut zu wissen. Frage mich, was sich hier verbirgt. Das Spiel hat noch so viele Geheimnisse zu bieten, glaube ich. So unglaublich viele. Ich mach mal alle Steine kaputt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Trophäe wert ist von wegen. Ja, mach mal 100 Steine kaputt. Ist das ein Uhudini hier drin? Ja. Der nicht mal kämpfen möchte. Wir befreien ihn aus seinem Steingefängnis. Wenn er dann kämpfen will, dann soll er. Nee, er greift mich gar nicht an. Seht ihr das? Warum nicht? So, was ist jetzt hier hinten? Lohnt sich das? Nee, vermutlich nicht. Kometenarmreifen, das klingt wiederum interessant. Was macht denn der? Da. Stärke plus 30, Abwehr 15. Naja. Besser haben als nicht, würde ich behaupten. So, dann haben wir hier eigentlich alles gemacht soweit. Fahren wir mal zurück. Was? Was? Habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Na gut. Hört ihr bitte? Anfangen zu kämpfen? Danke, so. Ihr macht das kurz, okay? Das war Nummer 1. Das ist gleich... Hallo, hört ihr bitte? Und noch Nummer 3, kommt schon. Nicht beseelen. Würde bitte jemand angreifen? Ja, nicht der Gegner unbedingt, aber ja. Gut. Und kein Level-Up für uns, nein. Aber abgesehen von Ultra-Bonianzen sind jetzt alle Level 60, mindestens. So, und drehen wir mal das hier um. Das war nicht so geplant. Was? Nein, was? Nein. Das habe ich alle wieder richtig gestellt. Müsste ich einfach gar nichts machen? Hä? Doch, ich muss doch das umstellen. Habe ich das nicht gemacht zuvor? Hier? So. Doch, jetzt. Aber wieder nur für ein Item. Große Kugel. Nehme ich auch mit, wenn es denn sein muss. Und dann noch hier entlang. Dann waren wir überall. Und jetzt sind wir... Oh. Ja, jetzt sind wir hier. Seht ihr das? Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt haben wir hier drin, glaube ich, alles gesehen. Du bist kein Uhudini, nein. Na gut, doch, dann haben wir hier drin alles gemacht. Wo ist dieses riesige Vieh hin? Das war doch auch irgendwo hier. Wo ist das Vieh hin? Ha. Aber ein weiteres Rätsel gelöst. Finde ich gut. Was können wir denn sonst noch machen? Ja, dieses Rätsel wäre... Oh. Was? Nein, was? Keine Käfer sammeln jetzt. Da war doch eine Kiste. Ja, da. Grüne Münze. Oh. Ja gut, wenn es so ist... Ja, doch. Gehen wir kurz noch zum Waldschrein. Gehen wir noch ein paar Münzen ausgeben. Was könnten wir sonst noch machen? Ich überlege gerade.
Da war ich. Ist alles gar nicht mal so spannend, wie ich das mir erhofft habe. Aber erstmal den Yokai-Maten. Ich habe eh nicht so viele Teile da. Mist, jetzt kommt die 30 und dann habe ich nicht so viele Münzen. Das könnte alles sein. So, und Feuer. 6. Ja. Ich habe eh nicht so viele, oder? Ja doch, immerhin 2 grüne, 1 blaue. Oh, hier gibt's aber nicht viel Cooles, oder? Hm. Deswegen beschleunigen wir das Ganze mal. So, gleich den ersten Preis. Oh. Das ist cool. Nett. So, komm schon. Weiß. Tanzsternchen. So, dann die blaue Münze. Was hätte ich hier gerne? Hm, nicht viel. Gibt's nicht viel Spannendes. Wow, noch ein Trostpreis. Das ist ja nett. So, unsere restlichen 5-Sterne-Münzen. Irgendwann müssen wir die auch noch ausgeben, oder? Goldene Kapsel, da kann nicht viel Sinnvolles drin sein, glaube ich. Und auch Fledermit. Haben wir aber auch schon. Fledermit! Ich weiß nicht weshalb, aber ich mag Fledermit. Irgendwie sieht er cool aus. So, noch 2 Münzen. Haben wir das auch mal wieder gemacht. Dann kann ich vermutlich wieder ein bisschen offscreen arbeiten. Viel Spannendes dürfte jetzt nicht mehr hier sein. Hammer Aura. Haben wir auch schon. Wir haben alles schon aus diesen Münzen, mein Gott. Mama Aura. Ja, komm, noch einmal. Nochmal eine Camellia vielleicht oder so? Oh, doch, etwas Kurzes können wir noch machen. Glaube ich. Peterfetz. Ui, wie toll. Haben wir auch schon. Peterfetz! Hey! Ja, ist gut. Oh, 2 Dinge sogar können wir noch machen. Machen wir jetzt im Schnelldurchlauf, würde ich sagen. Hier Ereignis überspringen. Dann möchte ich kurz zum Schrottplatz gehen. Und ich würde sagen, das sehen wir uns auch. Bis gleich. So, da wären wir. Warum wir hier sind? Wegen diesem Stein hier. Den habe ich mir auch noch notiert gehabt. Ist aber nur für ein kleines Item. Ui, das hat sich ja gelohnt. Nächste Sache. Wir können ja jetzt eine neue Station anfahren. Und wie komme ich am besten dahin? Ich glaube, da müsste ich noch weiter von Stadenstedt aus, oder? Oder liegt diese Station an einem anderen Ort? Ich weiß es gar nicht. Wir werden mal von hier aus die Karte betrachten gehen. Irgendwie brauche ich noch den S-Rang, verdammt. Ich glaube, da werde ich mich als nächstes drum kümmern. Hallo? Ja, ich habe eine Freikarte, ne? Habt ihr mitbekommen, glaube ich. Stadenstedt. In Richtung Quellingen. Ne, es müsste der andere sein, oder? Was habe ich jetzt? Ach so. Ah ja, ich kann mich mit dem Touchscreen auch bewegen. Hm. Oder von wo aus kommen? Oder müssen wir von Petzlingen aus nach weitergehen? Oder von Sonneck? Das weiß ich jetzt natürlich wieder nicht. Richtung Kleinoase. Okay, wir sind richtig. Wir sind richtig. Freut ihr schon auf die Zugfahrt? Dann wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß. Danke, dass Sie heute mit der Zentrallinie gefahren sind. Kein Problem. Wirklich freiwillig ist es ja nicht, aber... Naja, ich bin gespannt, was wir auf der kleinen Oase finden, außer diesem Boot da. Seht mal das Wetter. Regnet es oder ist es so ein Effekt wegen den Scheiben? Das kann alles sein. Ah, niemand setzt sich zu uns. Kein Kampf, kein gar nichts. Ist auch okay. Endstation, Kleinoase. Auf geht's! Wir sollten hier aussteigen. Ja, das wollte ich ja. Was denn sonst? Ja, Bahnfahren, ne? Das ist doch spannend.
Okay, oh. Karte? Wir können scheinbar auch nicht aussteigen. Hey, Wally! Hallo! Willst du auch mal schreien, hä? Schau einfach zu sehen, aus dem Schrei, es ist echt befreiend. Hier, ich teile meine freien Emotionen mit dir. Koala-Nian-Stimme. Oh. Ja, da drüben sehe ich das Schiff. Ich frage mich, ob man was sehen kann, wenn das Schiff weg ist. Ich meine, ne? Irgendwie nicht. Wenn da hinten jetzt irgendwie ein Secret auftauchen würde oder so. Ja, da ist was, aber es ist nur irgendwie... ein Steg oder so. Nee, da ist nix. Hier ist wirklich nix. Wozu ist denn diese Haltestelle da? Nee, ich kann auch nicht. Das ist doch dumm. Kleine Oase, eine Sackgasse mit einem tiefen Abgrund. Achtung, bitte warten Sie hinter der gelben Linie. Ja, hier ist nix. Warum kann man denn hier hingehen? Das ist doch bescheuert. Was wollten wir sonst noch machen? Lass mich mal kurz überlegen. Mir fällt spontan nichts ein. Auf jeden Fall können wir noch den Staubsauger wieder leeren gehen. Der war ja erfolgreich unterwegs, hat er gesagt. Ja, positiv. Toller Erfolg. Oh, jetzt bin ich gespannt. Mehr seltene Medaillen für uns. Oh, 3 Medaillen! Oh, und Dingsmus-Fragmente. Lass mal sehen. Irgendwas Seltenes, Cooles? Was? Gasgeberg. Gasgeberg! Der ist super. Haben wir den schon? Nein. Oh, perfekt. Dann haben wir noch 2. Ich glaube, das funktioniert am besten. Wer ist das denn? Rabesball. Rabesball, was? Rabesball! Ja, ich denke, diesen Staubsauger sollte man immer aktivieren, wenn möglich. Das ist cool. Das ist sehr cool. Und noch eine Medaille. Komm schon, irgendwas Cooles. Was? Boris, weil er in der Nase... Ja. Boris, Finger weg. Ja, Finger weg. Nochmal ein neuer Yokai. Ich meine, so fühlt sich unsere Medaille um. Das ist gut. Ist eigentlich gut. Der Rest ist halt Schmutz und solche Teile da. Ja, ist gut. Jetzt muss er sich aufladen. Sehen wir uns die Yokai doch gleich mal an, die wir bekommen haben. Boris. D-Rang. D-Rang. Oh, das ist Merika, das ist cool. Gasgeberg, Rang D. Nochmal Peter Petz. Ja, ja, die hatten wir alle. Bereits hier, Uhudini. C-Rang. Wirreführer ist auch neu. Nein, nein. Wutwammel. Ja, ich glaube, ja, die sind. Die zwei habe ich beim letzten Mal aus dem Staubsauger gekommen, als ich Offscreen gespielt habe. Wirbelwiesel hat sich uns auch angeschlossen, da in diesem Turm drin, glaube ich. In diesem Dharma-Turm da. Wo ihr nicht alles gesehen habt. Ich glaube, dasselbe bei Wirtopf. Ist mir übel, habt ihr gesehen. Schirmschelm. Roboto Y. Yeah. Trauer Hans. Ja, ich glaube, den Rest, den kennt ihr. Gut, wir machen jetzt noch genau eine Sache. Eine Sache noch. Wir gehen nach Jopel. Oder zu Jopel GmbH und sehen, ob wir da jetzt vielleicht unseren S-Rang abholen können. Ansonsten, wie gesagt, werde ich offscreen trainieren und alles Mögliche machen. Hallo. Willkommen. Muss deine Watch gewartet und aufgerüstet werden, dann bist du ja genau richtig. Lass mich wissen, wenn du das brauchst. Oh, da sehe ich jemanden, der was zu sagen hat. Willkommen zurück. Was kann ich heute für dich tun? Hallo. Es ist Zeit, meine Yokai Watch auf den S-Rang aufzurüsten. Perfekt. Oh, der S-Rang, aber natürlich, überlass einfach mir. Sehr schön. Sehr schön. Dann hätten wir das schon mal gemacht. Wenn du einfach zur Rezeption gehst... Hey, warte mal. Ja, ich warte. Hab ich was falsch gemacht? Wir unterstützen die Yokai Watch Stream derzeit nur bis zum A-Rang. Du kannst ja so nicht auf den S-Rang aufrüsten. Hä, wirklich? Nicht wahr, im Ernst? Ja. Das heißt dann wohl keine Aufrüstung? Nun ja, das ist wirklich schade. Was? Jo, genau mit dir wollten wir reden. Oh, was ist los? Ich hatte gehofft, ich könnte meine Yokai Watch auf den S-Rang aufrüsten. Na, ich verstehe.
Hallo? Hey, du da. Jawohl. Unser Job ist es, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Selbstverständlich. Durchaus. Also rüste diese Yokai-Watch-Stream zum S-Rang auf, klar? Sofort. Was stimmt denn mit dem Manager nicht? Warten Sie, was? Ich muss mich noch um etwas kümmern. Ich verabschiede mich. Wollte mich der Manager da verarschen oder so? Oh nein. Da hat wohl jemand Ja gesagt, ohne vorher darüber nachzudenken. Ich hätte diese Aufrüstung wirklich gerne. Eine Anordnung von ganz oben kann ich nicht ignorieren. Wir müssen was machen. Lass uns jetzt ins Labor zurückgehen und ein paar Lösungsansätze formulieren. Das klingt gut. Wir gehen sofort ins Labor. Wir warten dort auf euch. Aha. Wir sind dann auch gleich da. Ja. Können wir nicht einfach nur dahin geportet werden oder mit denen gleich mitgehen? Aber ja, S-Rang. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und dann, wie gesagt, werde ich leveln. Mich mit Illusionist anfreunden und so weiter und ein paar Kleinigkeiten nach wie vor erledigen. Aber dazu später. Apropos, später. Ich muss noch was ansprechen. Im letzten Part ist ja was schief gelaufen. Ihr habt, glaube ich, einen kompletten Part nicht gesehen. Und das waren halt einfach nur Kämpfe in diesem Dharma-Turm da. Und ihr habt zum Schluss gesehen, ich habe es eh verkackt mit anderen Worten. Ich werde es so machen, dass ich beim nächsten Versuch halt ab da mich wieder melde. Ab da, wo ihr die Kämpfe nicht mehr gesehen habt, ja. Die, die ihr gesehen habt, die sind langweilig eigentlich. Die können wir ohne schlechtes Gewissen überspringen. Was heißt überspringen? Ich muss sie machen, aber ihr braucht die nicht sehen. Und ab da, wo ihr nichts mehr gesehen habt, da werde ich euch wieder zuschalten. Ich hoffe, das ist ein Deal. Aber jetzt erstmal der S-Rang. Okay, super. Ich mach gleich, mach ich an die Recherchen. Ich habe mal die Entwürfe zur Watch-Aufrüstung angesehen. Aber die Technologie der Yokai Watch Dream ist so weit fortgeschritten, dass ich immer noch nicht weiß, wie wir sie zum S-Rang aufrüsten können. Wie sollt ihr dieses Problem nur lösen? Ein wirklich kniffliges Problem. Ja, fragen wir halt Mark Zuckerberg oder so. Ich habe eine Idee. Mit Entwürfen für die Yokai Watch Usery und drei zusätzlichen Materialien können wir sie, glaube ich, zum S-Rang aufrüsten. Nehme ich an. Wirklich? Ist das wahr? Was brauchst du dazu? Nun ja, ich brauche super frische Milch, eine Goldpuppe und eine Spiralenseele. Eine Spiralenseele, woher kriege ich die? Milch und Goldpuppe müsste ich haben. Aber jetzt mal im Ernst, was kann man daraus machen? Milch, eine Puppe aus Gold und eine Seele, ich meine. Willst du mich verarschen? Ja, was sind das für Materialien, hä? Die Flasche der super frischen Milch hat eine fabelhafte Form. Dazu der Glanz der Goldpuppe und die Weichheit der Spiralenseele. Das ist alles zusammen, ist perfekt, ein perfektes Gleichgewicht. Damit schaffe ich es. Bitte versucht, die Materialien zu finden und sie mir zu bringen. Ja. Johnny, der Leuning ist normalerweise nicht besonders zuverlässig, aber wenn es ums Ausrüsten geht, hat er uns noch nie hängen lassen. Okay. Woher kriege ich jetzt, oder was ist das für eine Seele? Jetzt mal im Ernst. Hol dir die Materialien. Woher kriege ich jetzt, was ist das für eine Seele? Ja, du brauchst super frische Milch, Goldpuppe und Spiralenseele. Ich hab. Super frische Milch habe ich. Dann habe ich. Sowas von der Goldpuppe. Aber eine Seele. Was für eine Seele brauche ich da jetzt? Spiralseele. Ich glaube, da muss ich mich mal wieder informieren. Ich glaube echt, da muss ich mich informieren, was ich da für ein Yokai benötige. Aber Leute, erstmal werde ich speichern und dann, wie gesagt, ein bisschen offscreen was machen. Ich werde mir so ein Yokai suchen, respektive ich werde herausfinden, was für eine Seele ich da brauche. Werde mein tägliches Zeugs machen und so weiter. Und dann, wenn ich soweit bin, holen wir uns den wahrlich verdienten S-Rang. Ich hoffe, das ist ein Plan. Leute, das war's für heute mit Yokai Watch 3. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!